Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO-Update. Die Danger Zone Map Sirocco wurde hinzugefügt. Unter anderem gibt es jetzt ein neues Respawn-System, die Deploy-Mechanics wurden verbessert und es gibt neue Items, die man meistern kann. Schauen wir einfach mal rein. Guck mal da, Sirocco von oben, herrlich. Von oben ist der erste Eindruck schon mal, ja, gut. Also ist halt was Neues. Da versuchen wir uns einfach schon beim Warm-Up etwas umzuschauen. Also hier scheint eine Stadt zu sein. Hier drüben ist, keine Ahnung, ein Funkmast. Da ist ein Leuchtturm, ein weiterer Funkmast. Das Teil funktioniert noch so wie immer, oder? Das Kaufmenü sieht auch noch ähnlich aus, aber ich denke halt anders bestückt. Das ähnliche Zustände. Oh, guck mal hier. Es wirkt, etwas urbaner gesagt, aber... Labernet, guck mal. Man kann jetzt Punkte setzen. Das war zumindest das letzte Mal noch nicht möglich. Man kann sich hier schon was einpacken. Exo-Jump, Parachute, Health-Shot oder ein Taser. Ich nehme jetzt mal Exo-Jump mit. Health-Shot kennen wir ja schon, ne? Wer braucht das schon? Da drüben ist der andere Sack. Oh nein. Weh, der hat eine Waffe. Schlage ich ihn. Oh oh, Monsieur. Jetzt würde ich aber aufpassen, hä? Wahnsinn, wie schnell das geht. Toll. ein Tränchen. Der holt sich doch jetzt aber keine Waffe. Super, ich habe so einen scheiß Shot. Hier. Komm, ich geb dir den Sack. Bleib stehen. Ja, lass mich in Ruhe. Geh einfach weg. Dödel, ich kann jetzt nicht. Haha. Ich kann weit springen. Merk schon mal was. Oh, oh. Scheiße, der Molly ist voll groß. Oh, er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Ich bin tot. Warte, ich geh hoch aufs Dach. Okay. Okay, das ist echt sau cool. Oh, oh, hallo. Ich habe ihm 88 gegeben. So, eine weitere Runde Warm-up. Guck mal hier, was es alles gibt. Ah, ich rasch komplett aus. Voll riesig hier unten, guck ich das an. This map looks amazing. I know, right? Das 3. I love this game so much. Was ist mir gerade los? Alter, jetzt rappelt's im Karton, Jungs. Die Sachen kann man alle noch anlocken, beziehungsweise werden noch angelockt. Ich bin echt gespannt. So, was haben wir denn hier? Nichts. 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 So, da haben wir schon mal ein Knife. Perfekt. Und eine Pistole. Und ein bisschen Geld. Alles klar. Da hinten wird auch geballert. Ah ja, da ist dieses Schiff. Man kann, wie gesagt, diese Punkte setzen. Also, ich denke halt für die Mates, um zu sagen, Vorsicht, da ist irgendwas. Guck mal da. Ja, geh runter ins Wasser, du Dödel. Das ist sehr bitter für ihn gelaufen. Oh, eine Fußfessel. Guck dir mal die Höhenunterschiede an hier. Das ist wirklich krass. Ich muss echt sagen, dass mir die gut gefällt. Ich denke, es liegt auch generell einfach daran, weil es halt wieder Abwechslung ist, ja, was Neues. Guck mal hier, die kleine verwinkelte Treppe. Okay, da kommt gerade ein Drop. Hallo! Gottes Willen, Alter. Der hat mich so ein bisschen erschreckt. Aua, aua. Da sollte ich vielleicht mal hier so eine Heilung nehmen. Da hinten kommt auch gerade wieder ein Drop runter. Aber da ich ihn einen eben gekillt habe, wissen die halt, wo ich bin. Das heißt, ich werde wohl gleich Besuch bekommen. Oh, da habe ich genascht. Ja, über die ganze Map jetzt zu laufen ist natürlich nicht so einfach. Aber an und für sich kann man, denke ich, schon mal sagen, dass es eine schöne Sache ist, dass sie hier wieder ein Update gebracht haben, eine neue Map gebracht haben. Es hat sicherlich ein ganzes Weilchen gedauert. Einige haben sich das schon deutlich früher gewünscht. Ich weiß nicht, wie die Spielerzahlen sind hier bei Danger Zone. Also, ja, wie stark es eben gespielt wurde. Ich habe den Modus am Anfang gespielt und habe ihn dann recht schnell liegen lassen, weil das Interesse einfach verschwand. Wobei ich doch generell in der Zeit war, wo ich CSGO nicht so viel gespielt habe oder nicht mehr so viel. Und es jetzt ja wieder mehr geworden ist. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, schöne Map. Schaut es euch selbst mal an. Geht mal wieder hier in Danger Zone rein und spielt ein paar Ründchen. Vor allem mit einem Kumpel zusammen ist es natürlich immer wieder eine Gaudi. Ein Ründchen mache ich jetzt noch und dann geht's aber ab ins Bett. Oh, da oben ist direkt nichts. Okay, super. Geld, Geld regiert die Welt. Es hat jemand einfach eine Bombe gelegt. What? Eine Bombe? Alter, was ist denn das? Alter, sag bloß, das ist eine Bounce im Bett hier oder sowas. Ja, okay, mein... Besser hätte es nicht werden können, eben mit dem Kerl. Du oder ich? Oh, er hat eine Pump! Okay, ganz ruhig. Bitte lauf in meinen Schuss rein, du Sack.
Na also. Ich bin zum Glück auf einen Schützen getroffen, der schlechter ist als ich. Gauner. Ballert mir einfach in den Arsch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Wir sehen uns dann morgen wieder im Video. Beziehungsweise morgen um 18 Uhr im Livestream. Ja, haut rein. Ciao, ciao.